Okay, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum heutigen Webinar, präsentiert von Graphix Lee mit Akile, der uns heute einiges über das Erstellen von Manga-Seiten erzählen wird. Wir warten noch einen Moment und lassen noch ein paar Leute rein und dann legen wir auch gleich los. Aber bevor wir mit dem Webinar anfangen, gibt es noch ein paar Hinweise zum Ablauf. Marion? Next slide, okay. Das Webinar ist circa eine Stunde lang. Alle Teilnehmer sind auf stumm geschaltet, und die Q&A-Runde findet in den letzten 15 Minuten statt. Aber alle Fragen, die es bis dahin geben sollte, können gerne im Question- und Fragen-Panel gestellt werden. Bitte einfach drauf losschreiben. Und wenn wir zwischendurch was fragen können, fragen wir zwischendurch und ansonsten alles, was übrig bleibt, am Ende. Aufgrund der begrenzten Zeit können wir vermutlich nicht alle Fragen beantworten, aber wir geben uns Mühe. Das Webinar wird aufgenommen und die Aufnahme wird anschließend auf YouTube und auf Social Media und auch nochmal per E-Mail geteilt. Die Teilnehmer heute sind Mario, ich, Joanna und Akide und wir machen gleich weiter. Okay, für alle, die noch nicht von Clip Studio Paint gehört haben, Clip Studio Paint ist eine Mal- und Zeichensoftware, die alle Funktionen für das Erstellen und Veröffentlichen von Comics und Manga, Illustrationen und Animationen bietet. Weitere Informationen dazu findet ihr auf clipstudio.net/de oder auf graphixly.com. Und falls ihr möchtet, könnt ihr gerne eure Teilnahme heute auf Instagram auch teilen. Benutzt dazu den Hashtag Webinar und tag gerne Akide, GraphixLee, Wacom und Clip Studio Paint. Und vielleicht schafft es GraphixLee dann ein paar eurer Stories auch zu teilen, wenn ihr möchtet. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr eure Teilnahme groß ankündigt. Okay. Und damit möchte ich dann auch gerne schon das Wort an Akida übergeben, der sich hoffentlich noch mal ganz kurz selber vorstellt, damit wir genau wissen, worum es heute geht. Ja, hallo zusammen. Ich bin Akire. Ich übertrage mal kurz meinen Bildschirm. Augenblick. Alles klar? So. Okay. Super. Super. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich heute, dieses Webinar halten zu dürfen. Ich zeichne schon seit ich einen Stift halten kann. Manga professioneller orientiert seit 2013 ungefähr. Und in den letzten Jahren habe ich Werke online veröffentlicht, auch dann als Self-Publishing gedruckt. Die findet man entweder online auf Animex oder eben in Druckversion, zum Beispiel im Freibeuter Shop oder bei mir. Genau. Und in den letzten Jahren habe ich mich auf Mystery Manga spezialisiert und da arbeite ich eben an meinen aktuellen Projekten so. Genau, heute werden wir besprechen oder ich werde euch hauptsächlich zeigen, wie mein Workflow in Clip Studio Paint funktioniert, bezüglich wie ich meine Idee, meinen Dialog, meine Geschichte umsetze in eine Doppel-Manga-Seite. Genau, also es wird nicht zu sehr auf das Zeichnerische, sondern mehr auf die Technik, Workflow, wie man so eine Seite aufbauen kann. Genau. Und da würde ich dann auch gleich mal mit ein bisschen Theorie anfangen. Hier, wie ihr sehen könnt, haben wir mehrere Panels. Und hier haben wir zwei Charaktere, die nebeneinander stehen. Ja. Also wir haben den blauen Charakter und den weißen, die schauen zueinander. Wir haben sehr wenig Details und trotzdem erkennen wir, okay, die beiden Charaktere könnten befreundet sein, könnten verliebt sein, könnten eine Familie sein. Genau, was passiert jetzt bei der Anordnung, wenn wir die auseinanderziehen? Ja, es entsteht ein bisschen Distanz. Ja, man sieht schon, okay, vielleicht gehen sie gerade aufeinander zu.
Wenn man es übertreibt, hier sind sie noch weiter entfernt und hier erkennen wir schon gar nicht mehr, okay, unterhalten die sich, schauen sie sich nur an, sind es vielleicht sogar Gegner, die gerade aufeinander auftreffen und bereit sind, einen Kampf anzufangen, ja? Also Anordnung macht super viel aus. Hier haben wir beide Charaktere, die nach links schauen, okay? Wie ihr seht, raus aus dem Panelrand. Das bedeutet, die haben nicht mehr so die Connection, die sie im ersten Panel hatten, wenn sie sich gegenseitig anschauen. Okay? Und wenn jetzt beide nebeneinander stehen und nach links schauen, könnte es so wirken, ja, als würden sie gemeinsam laufen, gemeinsam stehen. So, am rechten Rand. Wichtig an der Stelle, ich gehe jetzt von der japanischen Leserichtung aus, wenn ich mit euch spreche. Also Leserichtung von rechts nach links. Genau. Dann, wie geht's weiter? Hier unten. Was passiert, wenn wir den weißen Charakter hier rausgehen lassen aus dem Rand, okay, indem wir es abschneiden? Naja, das hat dann eine ganz andere Wirkung. Im Prinzip sind sie schon zum linken Rand gegangen in die Leserichtung des Mangas. Das heißt, man könnte sogar interpretieren, der blaue Charakter, der verfolgt den weißen Charakter, der läuft ihm hinterher und der weiße Charakter, der will eigentlich schon gehen. Genau. So, wie sieht es dann aus, wenn wir mal einen Charakter zu uns herholen in den Vordergrund? Das heißt, in diesem Panel schauen wir aus der Perspektive des blauen Charakters. Der beobachtet den weißen Charakter. Warum beobachtet? Weil der weiße Charakter, der schaut nach links, der schaut nicht zu ihm. Anders sieht es aus, wenn der weiße Charakter zu dem blauen Charakter herschaut. Da entsteht wieder eine Verbindung zwischen den beiden. Nur indem ich einmal gespiegelt habe, ja, sieht man schon den Unterschied in der Wirkung. Und wichtig, der Charakter, der immer vorne ist, selbst wenn es nicht der Protagonist ist, mit dem identifizieren wir uns in dieser Szene. Aus seiner Sichtweise sehen wir die Welt, sehen wir die anderen Charaktere. Genau. Hier haben wir eine Hierarchie. Das heißt, wenn wir den weißen Charakter höher setzen, entsteht plötzlich ein Machtgefälle. Das heißt, der weiße Charakter, der könnte vielleicht in einer höheren Machtposition sein, der könnte stärker sein, der könnte reicher sein, der könnte von oben herab arrogant auf den blauen Charakter schauen. Ja. Aber es kann auch im Positiven sein, zum Beispiel, er will ihm hochhelfen oder so. Aber es entsteht auf jeden Fall eine Disbalance zwischen den beiden Charakteren. Ebenfalls, wenn wir einen Kontrast durch die Größe herstellen, haben wir hier den weißen Charakter, der deutlich größer ist. Das heißt, man könnte vielleicht rein interpretieren, dass der Charakter älter ist oder stärker als der kleine, niedliche, blaue Charakter. Und wenn wir das Ganze übertreiben und nochmal die Größe extrem variieren, dann haben wir natürlich hier einen riesigen weißen Charakter und da entsteht schon fast Bedrohung. Ja, also der kleine weiße, der kleine blaue Charakter, der könnte jederzeit zerdrückt werden von dem großen weißen Charakter. Das heißt, durch solche Kontraste kann man auch schön ohne Gesichtsausdruck, ohne Pose, ohne gar nichts, allein schon die Größe zeigt uns so eine Wirkung. Genau, was passiert, wenn man den weißen Charakter hinter den blauen setzt? Dann entsteht ein Beschützerbild, ja. Also das könnte ein Elternteil sein von dem blauen, es könnte älterer Bruder, ältere Schwester sein. Und es zeigt einfach ein bisschen Geborgenheit. Also, dass man den kleinen blauen Charakter beschützen will. So, dann nehmen wir hier ein paar Charaktere mehr. Wir haben zwei weiße Charaktere, die wieder bei uns im Vordergrund sind. Das heißt, wir schauen aus ihrer Perspektive. Und hier bekommt man den Eindruck, okay, die beiden weißen Charaktere, die sprechen über den blauen Charakter. Der ist im Hintergrund. Vielleicht lästern sie über den blauen Charakter. Vielleicht prahlen sie oder schwärmen über den blauen Charakter. Wie gesagt,
Die Richtung ist egal, es kann in die positive oder negative gehen, aber so eine Wirkung entsteht dabei. Und wenn wir jetzt die beiden weißen Charaktere umdrehen, das heißt, wir sehen sie von hinten, die schauen zu den blauen, zu den beiden blauen Charakteren, haben wir plötzlich eine Verbindung wieder. Die beiden Paare, die haben eine Connection, ja. Das heißt, hier könnten es entweder Freunde sein, die aufeinander zugehen, oder aber Herausforderer, so Team Blau gegen Team Weiß. Genau, und wenn wir es übertreiben, hier ganz viele weiße Charaktere, die einen blauen Charakter umzingeln, entsteht auch so ein erdrückendes Gefühl. Ja? Der blaue Charakter ist eingerahmt, der hat kaum Luft zu atmen im Vergleich zu den anderen Panels. Und im positiven Sinne wäre das zum Beispiel, wenn man einen Helden anhimmelt, wenn der blaue Charakter die Welt gerettet hat und alle feiern ihn, kann ja trotzdem erdrückend sein. Im negativen Sinne wäre es zum Beispiel, wenn der Charakter in der Mitte ein Sündenbock oder ein Opfer ist und alle ihn verurteilen und mit dem Finger auf ihn zeigen, was natürlich dann die negative Folge hätte, dass der Charakter da ausweglos in der Mitte ist. Das heißt, wie ihr sehen könnt, wir haben hier einfache, ich will jetzt nicht sagen Strichmännchen, weil das wäre falsch, aber solche kleine Charaktere, die nur Augen haben. Wir sehen keine Emotionen, wir sehen keine Körpergestik, völlig egal, die komplette Informationen fehlen, aber allein schon durch die Anordnung dieser kleinen Charaktere bekommen wir hier schon Informationen. Und diese Anordnung, die wird eben Bildkomposition genannt. Und das ist das, was wir heute besprechen werden, hauptsächlich. Genau. So, dann machen wir weiter. Ich habe hier einen Dialog rausgesucht. Und bei diesem Dialog haben wir vier Charaktere. Die zeige ich euch kurz. Ich habe die skizziert. Und zwar haben wir einmal eine Frau. Ich schreibe es mal kurz dazu. Die habe ich mit F abgekürzt. Einen Mann, den Opa mit O und dann den Dorfsprecher mit D. Das sind die vier Charaktere hier. So, ihr seht vorne jeweils der Buchstabe, wer spricht. Das ist auch gar nicht so wichtig, jetzt was gesagt wird. Es geht um die Dialoge an sich. Und die entnehmt ihr in der Regel zum Beispiel aus einem Textdokument, wenn ihr eure Geschichte schreibt. Genau, ich würde jetzt hier folgendermaßen vorgehen. Ich gehe hier einmal auf das Texttool. Dann wichtig, das O, das M und so weiter. Also wer spricht, das wird rausgelöscht. Weil das brauchen wir ja insofern nicht, wenn es in die Sprechblase reinkommt. Und was ich dann auch gerne mache, weil ich die Texte in den Sprechblasen zentriert nehme, ist, ich markiere den kompletten Text und gehe hier unten einmal auf zentriert, weil dann spare ich mir das schon mal als Arbeit. Da muss ich es nicht in jeder Sprechblase einzeln machen. Und dann würde ich hier einmal diesen Text markieren. Steuerung. C, dann habe ich es kopiert und dann gehe ich hier auf Häkchen und dann mache ich mir hier ein Textfeld, Steuerung V. Okay, und dann richte ich es mir hier zurecht, sodass es ordentlich aussieht und dann habe ich hier mein Dialog. Übrigens, das, was ihr im Hintergrund seht, das Weiße, das ist schon meine Doppelseite. Ja. Also ich habe hier meine Doppelseite. Das mache ich dann mit allen Texten. Okay. Aus zeitlichen Gründen, ihr wisst ja, wie das geht. Also ich habe es gerade gezeigt. Nehme ich das jetzt raus und das sieht dann am Ende so aus. Okay. Ich habe hier die Dialoge. Dann kann ich sie hier hin und her ziehen, wie ich möchte. So. Dann mache ich Folgendes. Die Köpfe, die wir hier gerade gesehen haben. Ja, das sind Emotionen, also ihr seht einmal lächelnd, einmal
fröhlich, dann ein bisschen erschrocken. Und das habe ich eben für alle Charaktere erstellt. Einmal den Charakter zeichnen, dann kopieren, Gesicht rausradieren, nochmal die Emotion anpassen. Wichtig, die sind transparent, also einmal den Hintergrund ausblenden. So, und ich zeige euch jetzt, wie man diese hier als Material registriert. Wir machen es mal bei dem Opa hier. Da nehme ich mein Lasso-Tool, dann markiere ich ihn und dann gehe ich auf Bearbeiten. Wichtig ist, dass man die richtige Ebene ausgewählt hat. Bearbeiten, kopieren und dann Datei neu aus Zwischenablage erstellen. Und dann habe ich hier schön sauber nur den Kopf des Opas. Ich blende einmal kurz den Hintergrund aus, damit ihr es sehen könnt. So, und dann passiert jetzt das Coole. Ich gehe einmal auf Bearbeiten. Material registrieren als Bild. So, dann nenne ich es hier. Ihr könnt dann auch den Namen des Charakters nehmen, wenn ihr den Namen habt. Opa, zum Beispiel als Emotion gleichgültig. Ja, ihr könnt auch schreiben Opa traurig, Opa fröhlich, Opa wütend, je nachdem, welche Emotion. Und dann speichere ich das hier. Ihr habt hier immer eine Liste von allen Materialien. Image Material, Emotionen. Da habe ich einen Ordner extra erstellt. Und dann gehe ich auf OK. Und dann habe ich das Ganze als Material registriert. Das ist eine super Funktion von Clip Studio Paint, damit ich mir die Köpfe nicht immer jedes Mal Datei öffnen, sondern die sind direkt hier drin, nämlich bei den Materialien. Emotionen und da ist er drin. Okay, die beiden habe ich vorhin schon hier registriert. Genau. Dann springen wir wieder zurück. Das brauchen wir nicht mehr. Zum Storyboard. Und dann mache ich jetzt Folgendes. Ich ziehe mir den Kopf einfach rein. Okay. Dann weiß ich sofort, dieser Text hier, das spricht der Opa. Ich weiß es jetzt natürlich auswendig, weil vorhin war da O, Doppelpunkt, O, du bist wieder auf der Durchreise. Hier, das antwortet der Mann. Okay. Und so kann ich schon mal anfangen, mir ein Storyboard zu erstellen, ohne noch irgendeinen Strich gezeichnet zu haben. Was dann auch wichtig ist, die Sprechblasen. Da nehme ich hier das Sprechblasentool und dann geht ihr einfach da drüber und umrandet eure Dialoge. Okay, das mache ich jetzt auch kurz. Ihr seht, es geht ruckzuck. Auf meiner fertigen Seite werde ich die Sprechblasen dann zeichnen, weil mir gefällt es, wenn die ein bisschen natürlicher aussehen mit meinem Pen. Aber da ich hier nur im Storyboard bin, wie gesagt, Schritt 2 Storyboard hier, mache ich das hier zügig. Weil, wenn ich hier dieses Tool, das heißt Bedienung, nehme, kann ich es auch ganz bequem auswählen und verschieben. Und ihr seht, die Schrift bleibt automatisch drin. Okay. Und hier zum Beispiel, da spricht zwar nicht die Frau, sondern der Opa, aber ich möchte, dass man ihr Gesicht hier sieht. Das heißt, ich vergrößere es. Also während er spricht, möchte ich, dass man ihr Gesicht sieht, weil hier ihre Reaktion wichtig ist. Und um zu verdeutlichen, dass nicht sie spricht, ja, wenn sie sprechen würde, hier wieder beim Sprechblasentool, Sprechblasenfahne, hier unten, würde ich so eine Fahne machen. Moment, jetzt ist sie davor. Ja, so würde sie sprechen. Aber da nicht sie spricht, sondern der Opa, mache ich ganz einfach hier die Fahne nach hinten aus der Richtung, nach innen aus der Richtung, von der Opa spricht. Genau, und dann habt ihr mit wenig Infos schon
mit wenig Schritten, meine ich, schon sehr viele Infos auf Papier gebracht. Genau, hier würde zum Beispiel auch der Mann sprechen. Den habe ich hier. Der kommt dann auch hier rein. Genau. Und dann kann ich auch eine grobe Einteilung machen, wenn ich das alles hier habe, von den Panels. Für die Panels, da nutze ich gerne eine Vektorebene. Okay, ich zeige es euch gerne. Einmal hier auf Vektorebene und dann benennt ihr sie hier in Panels um. Okay, das ist jetzt die untere, die habe ich schon vorbereitet. Und dann nutze ich hier, das habe ich schon umbenannt in Manga-Panels bei mir. Das ist wirklich klasse, man kann alles bis aufs kleinste Detail einstellen hier. Das ist im Prinzip einfach nur ein Rechteck-Tool, ja, bei den Tools. Ich habe hier oben die Textur geändert. Ihr seht hier Pinselform, weil ich will, dass das nicht aussieht wie ein perfekt gerader Balken, sondern durch diese Textur bekommt es ein bisschen Dynamik. Und dann gehe ich hier auf meiner Ebene Panels, ziehe dann quasi erstmal hier eine große Seite. Und hier auch, in der Mitte ist der Bund, das lassen wir frei. Und dann kann ich ganz einfach zum Beispiel, wenn ich es hier trennen will, mache ich noch mein Rechteck rein. Und dann hole ich mein Radiergummi. Und ihr wisst ja, wenn ihr beim letzten Webinar dabei wart, wenn man das hier einstellt beim Vektorradierer, dann wird immer automatisch bei den Überschneidungen radiert. Das heißt, ich fahre da einmal drum und dann ist es hier sauber abgetrennt. Okay. Wichtig nochmal an der Stelle, wenn ihr Panels trennt, achtet immer drauf, die Panels, die näher, also die nacheinander gelesen werden sollen, die haben weniger Abstand, okay? Das heißt, wenn ich hier meine japanische Leserichtung habe, ich springe, das zeige ich kurz auf einer Extra-Ebene, ich springe hier von Panel 1 rüber zu Panel 2, okay? Und ich helfe meinem Leser, indem dieser Abstand kleiner ist als dieser. Weil wir wollen ja nicht, dass der Leser von hier oben hier runter springt. Aus diesem Grund, klar, wir wissen, wir lesen immer von rechts nach links. Aber falls ihr euch gefragt habt, wieso diese hier in Clip Studio Paint werden sie Gutter genannt, also GUTTR, warum die unterschiedlich groß sind die Abstände. Also hier die vertikalen sind meistens schmaler und die horizontalen sind dicker. Dann ist das der Grund dafür. Also weil wir helfen dem Leser, das, was näher ist, da wandert unser Auge automatisch hin. Okay? Okay. So, wenn man das dann fertig macht, dann sollte das ungefähr so aussehen. Genau, ihr seht, ich habe dann hier die Köpfe ein bisschen verschoben und variiert von der Größe und natürlich auch die unterschiedlichen Emotionen auch genommen. Der Mann hier auf der rechten Seite, der wird hier quasi eingeführt. Den sieht man zum ersten Mal. Deswegen habe ich ihm viel Platz gegeben, dass man eine ganz oder fast eine Ganzkörperansicht sieht. Ja. Und wichtig ist es immer, wenn wir vom Lesefluss reden, dass wir beachten, dass das alles günstig liegt, damit man eben das Auge des Lesers lenken kann. Also ich denke mal, hier würde man einmal so auf sein Outfit schauen, dann kommt man hier hoch, liest die erste Sprechblase, dann geht es rüber, die Gesichter lenken auch viel Aufmerksamkeit. Hier runter und dann springen wir zur zweiten Seite. Vom Text zum Gesichtsausdruck wieder zu Gesicht, Sprechblase, Sprechblase, Gesicht. Dann hier, hier und dann geht es hier runter im Bogen.
Und dann runter zum Dorfsprecher, der nicht sehr begeistert ist von der Begegnung mit den beiden. Übrigens, was ihr hier auch sehen könnt, wenn ich Infos habe für ein Panel, die keine wörtliche Rede sind, die kein gesprochener oder erzählender Text sind, dann schreibe ich es für mich in Klammer. Also hier zum Beispiel, Frau übergibt dem Mann das Gewand. Weil dann weiß ich, das fliegt dann wieder raus. Das kann ich dann rausnehmen, sobald ich es skizziert habe oder fertig gezeichnet habe, dann kommt die Info raus. Alles andere an Text bleibt natürlich drin in den Sprechblasen. Genau. Und hier haben wir dann ein Storyboard, nur mit Köpfen, aber den man schon lesen kann, wo man schon ein Gefühl bekommt, okay, in welche Richtung geht die Geschichte. So. Jetzt wollen wir aber natürlich mehr draus machen und auch versuchen, möglichst die Kompositionsanordnungsregeln, die wir hier ein bisschen besprochen haben, so gut wie es geht, ja, zu implementieren. Das heißt, was ich jetzt normalerweise machen würde, ist, diese Seite würde ich mir auf meinen zweiten Bildschirm schieben. Das mache ich jetzt natürlich nicht, sonst könnt ihr sie nicht sehen, aber ich verkleinere sie. Und dann kommen wir hier zur eigentlichen Manga-Seite, okay? Wie ihr hier sehen könnt, ich habe nochmal die Dialoge kopiert, die ich hier hatte und habe sie hier eingefügt. Das ist jetzt meine Seite, die ich dann am Ende auch inken werde, die dann auch am Ende fertig ist, okay? So, einmal haben wir hier den Satzspiegel. Das ist, Moment, ich markiere es euch, das ist dieser innere Kasten hier, der ist ganz wichtig. Text und alles, was wichtig ist, muss immer hier drin bleiben. Vor allem aber Text. Ja. Dann haben wir noch zwei weitere Markierungen. Und das ist einmal die Beschnittkante. Ich zoome gleich rein. Genau. Das ist einmal hier die Beschnittkante. Das heißt, da wird es geschnitten, wenn es gedruckt wird. Und die hintere Linie, das sind in der Regel 2 bis 3 Millimeter, können auch 5 Millimeter. Das ist von der Druckerei abhängig. Okay, ich mache es mal kurz farblich anders, also schwarz. Die hintere und grau die Beschnittkante. Das ist auch nicht so wichtig aktuell. Das kriegt ihr dann auch mit, wenn ihr euch mit der Druckerei in Verbindung setzt. Das Einzige, was ihr euch merken solltet, was ganz wichtig ist, ist immer hier drüber hinaus zeichnen. Okay? Weil die Schnittkante, die ist nicht immer akkurat perfekt an der grauen Linie. Das heißt, wenn ich hier nach der grauen Linie aufhören würde zu zeichnen, ja, und hier bleibt Weißraum, dann kann es sein, dass ich einen unschönen weißen Rand habe, wenn es dann gedruckt wird. Und aus diesem Grund immer hier rauszeichnen, aus beiden Linien drüber hinweg zeichnen. Und wenn es dann geschnitten wird, dann sieht man diesen Bereich hier nicht mehr. Im besten Fall. Und ganz wichtig, eben alle wichtigen Informationen, vor allem Schrift, bleibt in dem Bereich hier. Okay? So. Wie mache ich dann weiter? Wenn ich meine Schrift hier drin habe, ihr seht, ich habe die vorgefertigten Sprechblasen nicht übernommen. Die zeichne ich gerne selber. Da mache ich mir auch eine Vektorebene und dann sieht es so aus. Ich mag es, wenn es ein bisschen, ja, nicht ganz so perfekt aussieht. Das hat irgendwie mehr Charakter. Im Prinzip kann es euch auch zeigen. Ich nehme hier mein Brush und dann mache ich hier locker. Und ihr seht, es ist nicht so perfekt, aber da es eine Vektorebene ist, kann ich immer an den Schnittstellen radieren und dann würde ich den Text wieder zurechtschieben. Okay.
Das ist Geschmackssache. Ihr dürft natürlich auch die vorgefertigten Sprechblasen nehmen, die man hier. Das ist einfach Geschmackssache, wie es einem besser gefällt. Genau, dann wieder die Sprechblase zentrieren. Wichtig auch bei den Sprechblasen und dem Text, lasst immer genug Rand nach außen. Also der Text sollte niemals am Rand der Sprechblase kleben. Okay, das sieht einfach ordentlicher aus. Gut, dann, wie mache ich weiter? Kommen wir zu den Figuren. Und zwar habe ich hier Formen schon mal eingefügt. Blau ist der Mann, rot ist die Frau, grün ist der Opa und gelb ist der Dorfbewohner, der Dorfsprecher, der Älteste. Und was ich hier jetzt mache, ist, ich spiele rum. Ich probiere rum. Die Sachen, die wir bei der Anordnung besprochen haben, versuche ich jetzt hier anhand von dem, wie die Seite wirken soll, umzusetzen. Das heißt, ich habe jede dieser Figur auf eine Extra-Ebene gesetzt. Das ist hier bei Formen. Wichtig, wenn ihr in Monochrom arbeitet wie ich, müsst ihr die Ebenen immer in Farbe konvertieren, weil sonst werden sie nur schwarz oder weiß. Nur so als Nebenbemerkung. Das geht hier oben. Weil wenn ich eine neue Ebene mache, ist sie immer automatisch monochrom, wenn mein Dokument in Monochrom eingestellt ist, was bei Manga-Zeichnen in der Regel so ist. Genau. So, und dann nehme ich hier einmal dieses Bedienung-Tool. Und dann kann ich im Prinzip, je nachdem, wo ich hinklicke, hier auf diese Figur, dann ist die ausgewählt und die kann ich so rumschieben, wie ich will. Was ich erfahrungsgemäß in den Jahren, in denen ich Manga zeichne, was mich anspricht an Manga-Seiten, ist, wenn man einen klaren Fokus auf einer Manga-Seite setzt. Das heißt, ein Bereich, der besonders wichtig ist. Hier auf der ersten Seite, sprich die rechte, ist es natürlich hier die Ansicht von diesem Mann. Und dann gehe ich hier auf Skalieren und den möchte ich ganz groß machen. Okay? So. Und da man wirklich die komplette Ansicht sieht, gehe ich einmal auf Lasso-Füllwerkzeug. Ich zeige euch gleich, wo es ist. Ich habe mir hier alle Werkzeuge auf der rechten Leiste einmal reingemacht, die ich sehr oft nutze. Hier oben ebenfalls. Das ist super praktisch in Clip Studio Paint, um Zeit zu sparen. Aber falls ihr ihn suchen müsst, das ist hier Subtool Figur. Da, wo auch meine Kasten, Kreise, da, wo alle Formen sind, ist dieses Werkzeug Lasso Füllen Werkzeug. So, und dann wähle ich die Farbe aus mit der Pipette. Bei mir muss ich nur auf meinen Pen tippen. Ansonsten findet ihr die Pipette hier oben. Und dann kann ich hier einfach die Form erweitern. Okay. So, und das würde ich dann im Prinzip mit jedem Charakter machen. Einmal Bedienung. Hier zum Beispiel an diesem Panel. Der hier, der sagt, stimmt, niemand findet durch Zufall den Weg in euer Dorf. Das ist ebenfalls der Mann, er ist ja ein Händler, der sich verirrt hat, der weiß nicht mehr, wo es lang geht und er könnte ja auch seit Tagen reisen und deswegen dachte ich mir, komm, vielleicht ist er müde. Dann könnte er hier gähnen beim Sprechen, dann hat er die Hand. Also ich zeichne noch gar nicht, ich setze einfach nur die Formen, die Hand vor den Mund, dann gähnt er hier und dann bestimme ich, wie groß soll das Ganze sein? Soll es eher kleiner, soll es eher größer sein? Einfach um zu sehen, wenn ich die Seite dann habe, wie wirkt das Ganze, wenn man die komplette Seite offen hat als Doppelseite? Weil schließlich, wenn man das Ganze drucken lässt, sieht der Leser auch die komplette Doppelseite. So, hier zum Beispiel, da spricht der Opa mit dem Mann. Das heißt, wieso nicht den Opa näher setzen? Die beiden, die kennen sich, die beiden Männer. Sie kennt ihn noch nicht. Das heißt, die setzt sich weiter weg. Ja?
was ich vorhin erklärt habe mit Distanz und Nähe, das macht schon viel aus. Das ist auch schon subtiles Storytelling. Und wenn ich noch eins draufsetzen will, nehme ich die Sprechblase als Trennwand. Sprich, was ich hier machen würde, ist da bei den Sprechblasen, da wähle ich auch Lasso-Tool und unsichtbar. Ah, das geht nicht. Das geht mit dem Stift. Da wählt ihr einen Stift aus. Die Farbe unsichtbar, die findet ihr bei den Farben hier unten. Das ist transparent im Prinzip. Dann male ich hier drüber. Das heißt, ihr Kopf geht über die Sprechblase. Das heißt, ich erzeuge künstlich eine Trennwand. Ja? Die beiden sind hinter der Sprechblase, die zwei Männer, und sie ist davor. Das sorgt noch ein bisschen für mehr Distanz. Genau. Und so gehe ich dann Stück für Stück. Wichtig, es darf ja auch Spaß machen, ja. Es soll ja auch Spaß machen. Und überlege mir zum Beispiel hier in dem letzten Panel auf dieser Seite, das war hier, da bemerkt er sie zum ersten Mal richtig. Das heißt, hier habe ich klar und deutlich reingezoomt. Dann würde ich die Form komplett verändern. Hier habe ich ja den Kopf und die Schultern angedeutet. Das möchte ich nicht. Das heißt, ich würde hier sein Gesicht andeuten und ganz deutlich, okay, er schaut jetzt zu ihr rüber. Okay, das muss nicht akkurat sein, soll einfach nur unterstützen und eben die Seitenbalance ein bisschen zeigen. Genau, hier. Genau dasselbe Spiel dann auf dem ersten Panel. Da sieht man ihr Gesichtsausdruck ganz nah, wie überrascht sie ist, wie sie denkt, oh, wer ist das? Vielleicht ist sie auch ein bisschen schüchtern, weil sie ihn nicht kennt. Und das heißt, auch hier hätte ich ihr Gesicht und dann deute ich so ein bisschen die Augen. Also das muss man nicht machen, es reichen auch die Außenkonturen. Aber natürlich, je mehr Infos ihr reingeben wollt, das kommt euch ja zugute, wenn ihr es braucht. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur Planung hier. Nicht in übermäßig viele Details gehen, weil wir planen gerade nur, wie die Seite nachher aussehen soll. Die Skizzen, die kommen erst noch. Ja? Und wenn ihr das jetzt schon plant, dann geht ihr zielsicherer in die Skizzen. Und dann optimiert ihr so euren Workflow. Hier zum Beispiel spricht er sie an. Sind wir uns schon einmal begegnet? Weil ich die Charaktere kenne, weiß ich natürlich, er ist größer als sie. Er tritt näher an sie. Das heißt, wieso nicht eine leicht gebeugte Haltung? Dann beuge ich ihn ein bisschen nach vorne und ziehe ihn höher. Setze ihn höher. Natürlich so, dass er noch im Bild ist, weil ihr wisst ja, die erste obere Kante hier, da wird dann geschnitten am Papier. Genau. Und sie hier ein bisschen schüchtern, ein bisschen zurückhaltend. Nein, ich glaube nicht. So. Genau. So sieht es dann aus. Und hier unten öffnen wir mal nochmal. Im Prinzip schaue ich dann immer hin und her. Ich kontrolliere dann immer, okay, welche Info hatte ich hier bei meinem Storyboard drin und ist es jetzt auch übernommen in meine Manga-Seite, die ich gerade plane. Genau, hier unten haben wir einmal den Dorfbewohner, der zuwinkt und da fehlen noch die beiden Charaktere. Hier habe ich mich bewusst so entschieden, dass die Frau auf der rechten Seite ist und der Mann in der Mitte, einfach um nochmal diese Distanz zwischen dem Mann, der sie noch nicht kennt, und zu zeigen, dass der Opa ihn kennt, aber die Frau ihn eben nicht. Deswegen steht sie ein bisschen distanzierter. Da habe ich hier die Ebene extra rot gefärbt, damit ich das sehen kann. Und dann würde ich sie hier reinpacken. Und natürlich der Opa, der deutlich kleiner ist.
Das wird hier auch schon alles definiert. Der kommt dann natürlich hier in ihrer Nähe, weil er mit ihr unterwegs ist. Aber natürlich näher an dem blauen Charakter als so am Mann. Genau. Und dann haben wir hier auf der Seite noch den Blick des Dorfsprechers, der nicht sehr glücklich ist über die Begegnung mit dem Opa und der Frau seitens des blauen Charakters. Das heißt, ich würde hier natürlich merke ich, okay, ich brauche Platz nach unten. Dann schiebe ich ihn höher und dann nehme ich mir wieder die gelbe Farbe mit der Pipette. Setze hier noch eine Ebene drauf, die ich farbig mache. Und dann mache ich sie mir auch gelb. So, und dann setze ich hier mit dem Lasso-Tool auch noch meine Form für ihn rein. Okay. So, und jetzt würde ich im nächsten Schritt anfangen, mal die Panel-Unterteilung zu machen. Weil aktuell sieht es noch so aus, als würden sie alle rumschwirren und hin und her fliegen. Das schiebe ich jetzt mal weg, damit es übersichtlicher wird. So, das heißt, ich kann dann hier entweder erstmal skizzenhaft, das ist vielleicht für den Anfang ein bisschen leichter, bevor ich dann wieder meine Vektorebene nehme mit dem Kasten da unten, die Manga-Panels, wie ich es beim Storyboard auch gemacht habe. Also prinzipiell mache ich hier immer die Linie rein, weil hier ist meine Grenze zum Bund, zur Innenseite, die quasi Tabuzone ist. Also hier wird nicht gezeichnet. In der Regel, bitte in der Regel. Also es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber in der Regel werden hier nicht so viele Infos reingelegt, weil eben, wenn ein Manga dann gebunden wird, man oft nicht mehr so viel von dem Innenteil sehen kann, weil wir die Manga-Hefte nicht auseinanderreißen und auseinanderziehen können. Genau, und dann würde ich jetzt hier zum Beispiel definieren, okay, da habe ich ein Panel, das übernehme ich natürlich auch von meinem Storyboard. Und hier würde ich einmal trennen, dann hier, hier, hier trenne ich auch. Wenn ich es nicht trennen würde, würden die beiden nebeneinander stehen, aber durch die Trennung erwecke ich auch nochmal den Eindruck, dass sie auch weiter weg voneinander stehen könnten. Genau. Dann habe ich hier noch ein Panel reingesetzt, in dem man ihre Emotion sieht, weil sie ist nicht sehr begeistert, dass sie das zurückgeben muss. Ja, also das werde ich verändern, die beiden Panels. Das machen wir auch gleich. Hier haben wir einmal eine Nahaufnahme ihres Gesichtes und hier auf der Seite will ich den Fokus auf das Gewand lenken. Schließlich muss sie es ja zurückgeben. Sie gibt ihm dieses Gewand, das sie gerade eben gefunden hatte, aber der Opa meinte, nee, das ist nichts, das darf nicht hier sein, gibt es zurück. Und er hat hier auch seinen Arm. Er nimmt es nämlich entgegen. Und ihr seht, es muss überhaupt nicht schön aussehen. Es geht nur darum, dass man erkennt, was passiert hier. Also ich erkenne es. Andere würden es vielleicht nicht erkennen, aber ihr müsst es erkennen in erster Linie. So, genau. Und dann im nächsten Schritt mache ich wieder meine Panels. Beziehungsweise manchmal mache ich sie auch erst zum Schluss, also nach den Skizzen, vor dem Inking natürlich, weil ich jetzt anfangen würde zu skizzieren. Das heißt, ich setze einfach mal hier die Helligkeit runter. Die Ebene mit den Panels setze ich auch ein bisschen kleiner. Und dann würde ich jetzt anfangen zu skizzieren. Okay, perfektes Timing, würde ich sagen. Wir haben nämlich ein paar Fragen, Ja. die wir gerne besprechen wollen würden. Eine ganz wichtige haben wir bekommen. Und zwar geht es darum, du hast jetzt diverse Etappen für das Ja. Storyboard.
Warum hast du dir diesen Arbeitsablauf ausgedacht für dich? Und warum ist es wichtig, so viele verschiedene Etappen zu haben? Also, ich glaube, ich würde nur ganz kurz einen Cut machen und zwar die fertige Seite zeigen, wie Okay. sie dann am Ende aussehen würde. Und dann beantworte ich nebenbei die Fragen. Ich glaube. Okay, machen wir so. Also, mir war es einfach wichtig, also im Prinzip, das ist eine sehr gute Frage, dieser Schritt ist für mich der schwierigste. Geschichte ausdenken, Charaktere ausdenken und dann das Zeichnen, das geht. Aber die Umsetzung, wenn ich zum ersten Mal das Geschriebene oder das, was im Kopf ist, auf Papier setze, das war für mich persönlich das Schwierigste, weil man hat so viele Möglichkeiten, man kann so viel entscheiden. Man muss überlegen, wo setze ich wen hin? Und als jemand, der sehr perfektionistisch veranlagt ist, inzwischen geht's, weil ich finde, es ist viel wichtiger, Dinge fertig zu machen, anstatt ewig dran zu sitzen und sie nie fertig zu machen, weil man sie zu Tode korrigiert. Habe ich mir gedacht, okay, ich pack's nicht von dem einen zum nächsten Schritt, also nehme ich einen Schritt dazwischen. Ich brech's auseinander. Ich bin ja Fitnesstrainer. Ich habe es in meinem Studium auch so gelernt. Es gibt komplexe Übungen, zum Beispiel die Kniebeuge. Ja, und wenn ich manchmal Mitglieder da habe, denen ich eine Kniebeuge zeigen muss und die schaffen es einfach nicht, weil ihnen die Beweglichkeit fehlt, weil ihnen die Kraft fehlt, dann geht man auch einen Schritt zurück und sagt, okay, wie mache ich einen Zwischenschritt, damit es hilft, eben den nächsten Schritt zu erreichen. Bei der Kniebeuge wäre es jetzt erstmal zu dehnen oder eine leichtere Übung zu machen, gegen die Wand lehnen und sitzen. Und so beim Manga-Zeichnen auch, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt einfach mal die Dialoge und packe nur mal die Dialoge rein. Dann nehme ich die Köpfe, die Gesichter und packe die rein, Schritt für Schritt, weil wenn ich direkt anfange zu zeichnen, dann entsteht so ein Druck. Nach dem Motto, das muss jetzt sitzen, so, das muss jetzt perfekt sein. Aber wenn ich diese Zwischenschritte mache, vielleicht würden manche sagen, boah, Akira, das dauert ja ewig, da brauchst du ja Jahre, nur für eine Seite. Nee, tatsächlich nicht, weil wenn man die Sachen plant, wenn man die Sachen plant, dann gehen die Schritte danach schneller, weil dann musst du nur noch produzieren. Dann hast du beim Zeichnen nicht mehr die Entscheidung, setze ich das jetzt dahin oder dahin. Natürlich, am Ende kann ich immer noch kleine Änderungen machen. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel sieht, den Unterschied, ich habe hier ja auch einiges verändert vom Storyboard zur fertigen Seite. Von daher, klar, natürlich ist es immer so, dass man Kleinigkeiten verändern kann. Aber im Grunde genommen, im Prinzip erleichtert es so die Arbeit, finde ich, für mich persönlich. Okay, sehr schön. Ich denke, das war eine sehr gute Erklärung dafür. Auch ein interessanter Vergleich mit der Kniebeuge. Sehr schön. Dann als nächste Frage. Du hast ja jetzt über die Doppelseite gesprochen. Die Doppelseite, das ist so ein bisschen so eine Spezialität von Clip Studio auch. Kannst du noch mal zeigen, wie man überhaupt eine Doppelseite macht? Ja, also. Und zwar muss man hier einmal Datei neu. Wichtig, ich habe es erst am Dienstag mit meinen Webinar-Teilnehmern von meinem privaten Kurs besprochen. Wenn ihr eine Doppelseite haben wollt, die so aussieht wie meine, braucht ihr Clip Studio Paint EX. Okay, ich hatte einen Teilnehmer, der hatte die Pro-Version. Da geht es auch, aber es ist ein bisschen umständlicher und man hat die Mittelteilungen, also diese Hilfslinien. Moment. Die hier sind, die fehlen dann leider. Man kann dann quasi nur die Außen, aber man kann natürlich auch einfach selber eine Ebene machen und die drüber legen und auch transparent. Also es gibt immer Wege. Die EX-Version natürlich nichtsdestotrotz erleichtert es. Also das ist natürlich trotzdem ein Bonus, die EX-Version bietet. Genau, und zwar geht ihr auf Datei neu. Und dann gibt es hier Comic oder Fan sein.
Was der genaue Unterschied ist, habe ich noch nicht richtig verstanden. Ich weiß nur, dass bei der Fansign kann man auch einen Buchrücken angeben, aber im Prinzip ist es egal, weil man kann auch hier beim Comic mehrere Seiten auswählen. Und ihr seht hier die blauen Markierungen. Ja, das sind dann im Prinzip diese Markierungen, die ich vorhin erklärt habe: Satzspiegel, Beschnittkante und Kante, bis der man zeichnen sollte. Genau, und dann ganz wichtig, hier zu Doppelseite zusammenfügen. Wenn ihr das nicht macht, dann habt ihr jede Seite einzeln als Datei. Kann man auch machen. Das ist Geschmackssache. Ich kenne Mangaka, die sagen, ich will von Seite zu Seite arbeiten. Das motiviert mich mehr. Ich finde es auch motivierend, aber ich persönlich bevorzuge Doppelseiten einfach wegen diesem. Mich spricht Manga als Medium extrem an, wegen der Bildkomposition. Ich denke, bis jetzt hat man es wahrscheinlich verstanden, wie sehr ich da Wert drauf lege und immer versuche, immer besser darin zu werden. Deswegen würde ich immer empfehlen, zu Doppelseite zusammenfügen. Ihr müsst euch dann einen Speicherort aussuchen auf eurem Computer. Also das ist nicht so, wie wenn man eine Datei einfach öffnet und erst danach speichert, sondern wenn man ein Comic-Projekt macht, dann muss man schon einen Ordner als Speicherort wählen und dann bekommt ihr dieses Ganze ja fertig geöffnet. Genau. Was auch interessant ist, wenn man seinen Satzspiegel ändern will, das zeige ich euch auch kurz, weil das ist gar nicht so einfach. Ich musste das auch googeln. Aber wenn man googelt, findet man relativ schnell. Ich habe erst diese Woche von Smart Objects, Datei, File, Datei habe ich auch, da muss ich mich noch reinarbeiten, aber ich finde es super cool, dass es das auch hier gibt. Genau, und zwar muss man auf Ansicht, Freistellungsmarkierung, Standardeinstellungen und dann kann man sie hier unten anpassen. Also ich zoome mal rein, damit ihr es seht. Hier der Satzspiegel, ihr seht die Ecke hinter ihrem Kopf. Wenn ich jetzt hier anfange zu verschieben, zum Beispiel minus 3, seht ihr, ist es jetzt drin. Oder ich mache minus 13, dann ist es weiter außen. Also auch das könnt ihr natürlich anpassen. Ich habe es auch angepasst. Also die Einstellung, die ich hier gerade drin habe, das ist nicht die Standardeinstellung von Clip Studio Paint. Da ist der Satzspiegel mittig auf der Seite. Ich habe eine von einem japanischen Manga übernommen. Da habe ich die Manga-Seite reingesetzt, weil ich diesen Manga toll finde. Und dann habe ich den Satzspiegel hin und her gerückt, bis es ungefähr hinkommt auf diesen Satzspiegel. Der ist jetzt bei mir leicht nach außen. Also die linke Seite weiter nach links und die rechte Seite weiter nach rechts. Genau. Okay, super. Willst du noch ein bisschen skizzieren und ich frage dich so ganz allgemein noch was zu Gerne. deinem Prozess? Ein paar Gerne. Minütchen haben wir noch, ein paar Minütchen haben wir noch und dann genau, können wir erstmal weitermachen. Wenn noch jemand Fragen hat, gerne auch im Fragenpanel noch Fragen stellen. Noch habt ihr die Gelegenheit dazu. Aber sonst würde ich dich einfach mal fragen, Akide, wie hast du dir dein Wissen so über die Zeit selber angeeignet? Hast du einfach gemacht, was du gut fandest, oder? Also sehr, sehr, sehr viel Recherche. Gott sei Dank sind wir in einem Zeitalter geboren, in dem es Internet gibt, wirklich. Ja, ne? Also als ich jünger war, als ich kleiner war, habe ich viel deutsche Bücher. Muss ich jetzt im Nachhinein, ich hoffe, ich trete niemandem zu nahe, muss ich sagen, die war, also für die Standards, die es jetzt gibt, war es nichts. Aber wir sind natürlich nicht so, ich glaube, jeder kennt diese speziellen Manga-Zeichenbücher, die so vor 20 Jahren auf dem Markt oder vor 10 Jahren auf dem Markt waren, die jetzt nicht unbedingt nach japanischen Mangas aussehen. Das heißt, ich habe zum Teil manchmal sogar angefangen, Dinge mit DeepL zu übersetzen ins Japanische und in Google Japan einfach zu suchen, wie Japaner Soundwords machen, wie Japaner. Und dann habe ich mir Videos angeschaut und vieles versteht man. Ich spreche kein Japanisch, ich verstehe auch kaum Japanisch.
Aber vieles versteht man auch allein schon durch die Art und Weise, wie es gezeigt wird. Und natürlich ist Clip Studio Paint super etabliert in Japan. Und das macht es natürlich dann einfacher, wenn man sieht, ah, okay, der Künstler, der Mangaka nutzt diese Funktion. Es sind zwar nur japanische Schriftzeichen, aber ich kann es bei mir nachgucken, dass es dieselbe Stelle ist. Und so über die Jahre auch viele Manga-Analysen auf YouTube, auch von amerikanischen Manga-Fans. Also es müssen ja nicht mal Künstler sein oder Leute, die selber zeichnen. Auch Leute, die Mangas lieben, haben sehr, sehr gute Sachen online, gerade was Paneling und Flow angeht. Und ja, einfach immer versuchen, das, was einen am meisten interessiert, nochmal eine Stufe höher zu pushen. Also ein Mangaka ist ja wirklich ein sehr, ihr merkt, ich kann nicht reden und zeichnen gleichzeitig. Ich bin leider nicht Multitasking, aber ich denke, meine Zeichnungen, wie ich zeichne, seht ihr ja auch auf Social Media überall. Ich denke, wenn ich erzähle, ist es ein bisschen spannender. Wir sind Autoren, wir sind Künstler. Wir müssen wissen, wie man Character Arcs schreibt. Wir müssen wissen, wie man dynamische Posen zeichnet. Wir müssen wissen, wie man dynamische Linien macht mit Strichstärke. Wir müssen wissen, ja, es ist sehr breit gefächert, so Bildkomposition, Flow im Lesen. Und da habe ich über die Jahre immer das, womit ich am unzufriedensten war oder worauf ich am meisten Lust hatte, mir dann zu dem Thema was rausgesucht und dann halt versucht selber anzuwenden. Und über die Jahre kommt dann schon Wissen zusammen. Also wenn man es anwendet, ich habe auch sehr viel Zeit damit, ich will jetzt nicht sagen verschwendet, weil es war trotzdem gute Zeit, aber ich habe sehr viel nur ein theoretisches Wissen und nicht selber umgesetzt, weil ich dachte, ich bin noch gut genug, ich muss noch meine Zeichenskills verbessern. Das würde ich im Nachhinein anders machen. Ich hätte wirklich direkt umsetzen. Aber klar, konsumieren ist immer einfacher. Aber wie mein Mathelehrer auch damals gesagt hat, wenn man nur zuschaut, wie andere isst, wird man nicht satt. Man muss auch selber essen. Also ja, wenn man Mathe nur zuschaut, man muss auch selber üben, damit man in Mathe gut wird. Und ich bin in Mathe super schlecht. Das war nie meine Stärke. Genau, und so ist es halt auch beim Manga-Zeichnen. Es ist zwar schön, ich meine, wir können uns mit Social Media so berieseln lassen und mit Pinterest. Wir kriegen ja gar nicht, es ist so eine Übersättigung, man kann ja gar nicht genug kriegen. Aber wichtig ist auch mal umsetzen, auch mal sich hinsetzen, machen. Und selbst wenn man am Anfang frustriert ist, weil man sich denkt, wow, das sieht jetzt nicht mal halb so gut wie das aus, was ich mir da rausgesucht habe. Aber dranbleiben, dranbleiben. Weil das wird besser und auch ein bisschen kritisch schauen und analysieren, okay, wie macht es denn der andere? Warum sieht es denn beim anderen Mangaka so aus und bei mir nicht? Und dann kann man halt Stück für Stück ja immer wieder besser werden. Genau. Okay, Genau. das klang jetzt schon sehr schön nach Schlusswort, Ja. zugegeben. Sehr Aber gut. ganz, ganz kurz als letzte Frage noch, welche Manga haben dich denn besonders inspiriert? Also mein aller Lieblingsmanga, und ich darf das gar nicht so laut sagen, weil ich es noch nicht mal zu Ende gelesen habe. Ich kenne das Ende nicht, ich komme zeitlich nicht hinterher. Okay, Ist dann keine Tokyo Ghoul. Spoiler. Ist Tokyo Ghoul, also Sui Ishida ist für mich wie der Manga-Gott schlechthin. Und das, obwohl ich sein Zeichenstil am Anfang überhaupt nicht mochte, weil er sehr semi-realistisch war und ich komme halt eher aus dem Moe-Bereich, aber dann hatte ich so ein paar Jahre, in denen ich super realistisch gezeichnet habe, weil es mich so beeinflusst hat. Und jetzt habe ich so eine Kombi von beidem. Elfenlied fand ich den Manga sehr schön, also das Ende sehr berührend. Nicht vergleichbar mit dem Anime, also der Anime, das ist nur 20% von der kompletten Geschichte. Und weder wegen Harem noch wegen Splatter, sondern ich mag Mystery grundsätzlich. Dann gibt es noch Another, den Manga Another, ebenfalls nur der Manga, der Anime soll angeblich nicht so stark sein.
So, genau, ich habe mal recherchiert, weil ich habe eine Zeit lang versucht, Shonen zu zeichnen und dann ist mir aufgefallen, eigentlich sind aber meine Lieblingsmangas, die mich am meisten berührt und geprägt haben, eher Szenentitel, die erwachsener sind. Und ja, Mystery mag ich ganz, ganz arg. Deswegen fühle ich mich in diesem Genre als Mangaka auch am wohlsten. Ja, Genau, schön. ansonsten, ja, genau. Okay. Ich könnte noch einige aufzählen, aber ich glaube, das reicht. Ja, wir sind auch schon am Ende jetzt. Wir Ja. haben jetzt noch genau genug Zeit, um uns von allen zu verabschieden. Deswegen sage ich schon mal vielen, vielen Dank an alle, die heute teilgenommen haben an diesem Wettbewerb und an die Fragen, die gestellt wurden. Es tut uns leid, dass wir nicht zu allen Fragen gekommen sind. Aber wir haben definitiv eine ganze Menge gelernt und konnten auch schön zuschauen bei dem Prozess hier. Ja, vielen Dank, Akide, dass du Sehr dir die gerne. Zeit genommen hast für das Webinar. Wie du bereits erwähnt hast, du hast selbst Kurse und Webinare, die du machst, und dann du hast dein Social Media, wo man dich finden kann. Die Infos findet ihr jetzt nochmal auf dem Bildschirm. Genau. Mehr zu Clip Studio Paint findet ihr auf der Homepage oder direkt bei Graphixly. Auf dem Clip Studio YouTube-Channel gibt es auch diverse Tutorials noch, auf dem Graphixly YouTube-Channel natürlich auch. Und dann natürlich auf den Social Media Seiten von Akida findet ihr alles, woran er gerade arbeitet. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu bestimmten Sachen, dann könnt ihr da natürlich auch direkt Kontakt aufnehmen. Wir hatten diesmal gar keine Frage zum Pinsel. Das ist ja schon fast überraschend. Falls die noch kommt, das direkt dann bitte an Akida auf Social Media am besten. Okay, dann hast du noch irgendwelche abschließenden Worte? Einfach zeichnen. Macht das, was euch Spaß macht. Macht's besser als ich. Also lasst euch nicht überfordern, macht's besser. Das soll nur eine Inspiration sein, wie ich es mache. Genau. Okay, dann schließen wir damit ab. Vielen Dank nochmal an alle, die heute teilgenommen haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. Bye Tschüss. bye.